Ja, liebe Kids Club-Mitglieder, ich begrüße euch herzlich zur Kinderpressekonferenz. Heute hier nach dem Training ganz frisch dabei bei uns und begrüße ich dann natürlich ganz herzlich auch zu meiner Rechten Kai Brünker und zu meiner Linken Amara Condé. Beide stehen euch heute gerne zur Verfügung, um jede Menge Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Könnt ihr dann loslegen, aber bevor es dann direkt in die Fragerunde geht, würde ich dann noch mal ein paar einleitende Fragen an euch beide stellen. Zum einen natürlich, ob ihr sowas wie eine Kinderpressekonferenz schon mal mitgemacht habt, erlebt habt und wenn ja, wo denn? Amara vielleicht? Also erstmal hallo, freue mich, dass ihr alle hier seid. Ein paar Gesichter kenne ich ja schon. Tatsächlich habe ich so eine Kinderpräsentation noch nicht gemacht, also Pressekonferenz, so. Aber ich freue mich, das erstmal machen zu können. Deswegen lass es gleich krachen, ne? Ich hatte es in der Form auch noch nicht, aber ich freue mich drauf auf eure Fragen. Ja, danke erstmal für eure ersten Statements und bevor wir dann zur Fragerunde kommen, habe ich gehört, dass Amara tatsächlich schon die erste Frage nochmal an euch hat, um dann vielleicht so ein bisschen so den ersten Punkt dann nochmal aufzulockern direkt. Ich weiß, aber euch sitzt irgendwer hier, der hat auch schon eine Fanpage gemacht oder mehrere, die Fanpages haben. Ich könnte ja gerne auch nochmal erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ja, möchte derjenige vielleicht gleich beginnen mit der ersten Frage, beziehungsweise nochmal erzählen, wie es dazu kam zur Fanpage und vor allem für wen denn diese Fanpage ist. Wir haben da so eine Vermutung. Der Ian ist es, ja? Und zwar, ich habe mich entschlossen, eine Amara Condé Fanpage zu machen, weil im August war das, glaube ich, oder im September, haben wir gegen den MSV Duisburg gespielt, zu Hause, gewonnen. Und ich hatte ein Plakat, wo drauf steht, Amara, bekomme ich bitte dein Trikot. Und wir haben alle gerufen, Amara, Amara, komm bitte her. Und dann hat er mir auch sein Trikot gegeben. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache eine Fanpage für ihn, weil ich finde, Amara ist ehrlich extrem sympathisch auch. Und ich schreibe auch öfters mal mit ihm und deswegen habe ich mich halt dazu entschlossen. Sehr schön. Hattest du gleich eine weitere Frage oder wollen wir gleich weitermachen mit euren Fragen? Amara, ich betreue ja deine Fanpage. Schaust du öfters drauf und bist du zufrieden damit oder wo und wie könnte ich mich verbessern? coole Frage. Tatsächlich bin ich mehr als so glücklich oder finde ich es cool, dass es überhaupt da Fanpages gibt und auch unter anderem für mich. Aber ich bin da der falsche Ansprechpartner, um dir zu sagen, was du da richtig und falsch machst. Du machst alles top. Freut mich, dass ich dich da ein bisschen glücklich machen kann. Und ich freue mich auf deine weitere Unterstützung. Gibt es denn weitere Kids Club-Mitglieder, die auch Fanpages haben? Ja, Lilly? Also ich habe eine Fanpage für Barisch. Und ich habe die Fanpage erstellt, weil ich finde, dass er ein sehr guter Fußballspieler ist und auch sehr nett ist, ja. Ja, Lilly gibt gleich weiter an die Laura. Also ich habe eine Maxi und eine Amara Fanpage, weil also bei Maxi war das so, das war das Spiel gegen Würzburg, wo ich ihn gefragt habe nach seinem Trikot. Er aber gelaufen ist weiter und mich anscheinend nicht gehört hat, dann war ich den nächsten Tag beim Training und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und das nächste Spiel war gegen Toguchi und da habe ich dann sein Trikot bekommen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache für Maxi eine und dann, weil ich Amara auch sehr korrekt finde und er auch sehr gut mit seinen Fans sprechen tut, dass ich dann auch gleich mit ihm eine Fanpage mache für ihn. Und ja. Könntest du vielleicht kurz noch sogar sagen, wie aufwendig das ist, wenn man so eine Fanpage erstellt? Dauert das lange? Geht das relativ leicht, falls die anderen da auch mal die Idee haben, sowas zu machen? Es kommt drauf an. Also die meisten setzen mehr Zeit rein, aber die meisten auch nicht. Ja. Sehr gut. Da wird es dann mit Sicherheit demnächst dann auch
jemanden geben, der dann für Kai Brünker dann vielleicht die Homepage dann oder eine Fanpage dann noch haben möchte? Also ich persönlich finde es ja echt beeindruckend, weil ich bin mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Instagram-Account schon überfordert. Und dann gibt es noch Leute, die da 2, 3, 4 Accounts betreuen. Also ziehe ich den Hut davor, macht ihr echt super. Ja, das stimmt. Genau. Habt ihr sonst weitere Fragen noch an die beiden Jungs direkt? Ja, die Emma da hinten rechts, bitte. Hallo erstmal. Servus. Und bevor ich zur Frage komme, Herr Brünkner, erstmal herzlichen Glückwunsch zum werdenden Vater. Dankeschön. Und meine Frage wäre, was haben Sie beide gedacht, als Sie das allererste Mal auf dem Trainingsplatz standen und keinen kannten? Willst du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Interessante Frage, auch mal was anderes. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das merkt man auch, ich bin ein bisschen mehr der extrovertierte Typ. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Schwierigkeiten, mich irgendwie gut wohlzufühlen oder mit Leuten zu verstehen, zu dem die Jungs es mir auch sehr, sehr einfach gemacht haben. Das heißt, klar, man kannte die Leute irgendwie nicht, außer ein paar Jungs, zum Beispiel Jason kannte ich oder Sissy kannte ich schon von vorher, aber das war so ein Gedanke, den habe ich mir gar nicht gemacht, sondern so, ich war einfach glücklich, die Jungs neu kennenzulernen. Und das Klima, das Arbeitsklima, alle drumherum, auch hier, der Manu, der Norman, das war alles super, deswegen war es halt wirklich super einfach. Genau, und bei mir war es eigentlich auch genau gleich, ich bin auch ein extrovertierter Typ, gehe auf Leute zu und ich kannte auch schon Tobi Müller vorher, deswegen war es für mich auch ein bisschen einfacher, der hat mich da ein bisschen eingeführt hier in Magdeburg, wo es Bürgeramt ist, hat mich da unterstützt. Und wie Amar schon gesagt hat, dass hier die Leute im Verein natürlich auch schauen, dass es den Spielern gut geht, dass sie gut aufgenommen werden. Also war alles tipptopp. Stell ruhig, wenn du magst. Ja. Okay, was hat euch beide zum Fußballspielen inspiriert? Ich fange einfach immer an. Ne? Ja. Ich glaube nicht wirklich, dass mich irgendwas inspiriert hat. Tatsächlich, glaube ich, bin ich auf die Welt gekommen und es gab nur noch Bälle. Meine Eltern haben mir es nur erzählt. Ich habe Bilder und Videos gesehen. Als das Einzige, was mich als kleines Kind irgendwie glücklich machen konnte oder ruhig stellen konnte, waren halt Bälle. Das heißt, alle Familienfreunde haben immer einfach nur Bälle geschenkt. Man kann sich das vorstellen, hast da so ein kleines Babybett, wo was überschwemmt wird von Bällen. Und ich glaube, dementsprechend ist das relativ einfach. Papa mag Fußball und wenn man da schon irgendwie so eine Affinität dahin hat, dann fängt man auch relativ früh, wie die meisten Jungs eigentlich auch an, mit Fußball spielen. Und so hat sich das dann einfach entwickelt. Man ist Gott sei Dank verletzungsfrei geblieben, hat immer den Spaß beibehalten und dann ist man irgendwann so weit gekommen. Ja, mir wurde es auch in die Wiege gelegt. Also vaterseits die Familie, das waren alles Fußballer. Von meinem Großonkel Rot-Weiß Essen bis mein Vater, der war selber auch Profi. Und ja, der hat mir natürlich, gerade als ich laufen konnte, hat er mir schon die Bälle hingeworfen. Er war Linksfuß. Als ich dann angefangen habe, mit rechts zu schießen, hat er sich natürlich auch gefragt, so, da stimmt was nicht. Aber ja, durch meinen Vater habe ich es eben auch angefangen, denke ich. Und ich selber auch als Kind. Für mich gab es nichts anderes, nichts Schöneres als Fußball spielen. Ja, sagst du kurz deinen Namen? Weil ich das Sarah. Namen, ach, Sarah, genau. Bitte. Fahren Sie lieber mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zum Stadion? Ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall mit dem Auto. Ich wohne ein bisschen weiter weg als vielleicht dein Kai oder die anderen und ich bin auch faul, abgesehen davon, dass auf dem Platz und dementsprechend ist es schon sehr angenehm, wenn man mal nicht so viel laufen muss, sondern einfach mal im Auto sitzt, cool Musik hören kann, frische Brise. Finden wir alle manchmal cool. Aber Fahrrad ist auch nicht schlecht. Würde ich so nah dran wohnen wie vielleicht manche andere, dann würde ich gerade bei so einem schönen Wetter natürlich oft mit dem Fahrrad fahren. Genau, es kommt aufs Wetter drauf an. Im Winter fahre ich mit dem Auto, aber ich habe mir jetzt ein neues Fahrrad gekauft und ich hatte es kaum zu Hause, bin eine Runde damit gefahren, dann war es wieder kaputt und jetzt muss ich es wieder reparieren. Also aktuell fahre ich wieder mit dem Auto. Ja, der Arjen.
Wohnt ihr in Magdeburg oder in der näheren Umgebung und wie findet ihr die Stadt Magdeburg? Ich persönlich wohne in Magdeburg, und aber ein bisschen weiter, ich weiß nicht, sagt euch Fermersleben was? Ja, da wohne ich, also nicht genau in der Innenstadt, und ich finde persönlich Magdeburg extrem schön. Ich habe ja vorher, also ursprünglich komme ich aus NRW, aber habe die meiste Zeit in Wolfsburg gelebt, was ja auch hier um die Ecke ist, und da kann man weitaus weniger machen als hier in Magdeburg. Hier kann man super essen gehen, hier kann man super spazieren gehen, und ich fühle mich hier top, also ist super. Ja, ich wohne in der Innenstadt und ich habe mich sofort hier wohlgefühlt. Hatte damals noch ein funktionsfähiges Fahrrad. Mit dem bin ich dann eben durch die Stadt gefahren, habe die erstmal erkundigt, und wie der Amar schon sagt, es gibt sehr schöne Plätze, sehr schöne Cafés, wo du dich reinsetzen kannst. Und der Menschenschlag hier ist auch sehr sympathisch. Es ist für mich auch sehr wichtig, dass die Leute mit einem reden, dass die nicht nur stracks an einem vorbeilaufen, sondern dass sie auch so einen Redebedarf haben wie ich. Ja, Laura? Wer ist der lustigste Mitspieler aus der Kabine? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist echt schwer. Also ich kann eigentlich sagen, wir haben halt wirklich eine richtig kaputte Mannschaft. Also alle haben einen kleinen Dachschaden. Wirklich von vorne bis hinten, von sogar unseren Trainern teilweise, als auch unseren Staff. Also da sind alle so cool und so locker drauf. Da hat jeder sehr, sehr witzige Sachen mit dabei. Ich würde jetzt mal einfach davon sprechen, wer für mich persönlich einer der lustigsten ist, ist auf jeden Fall unser Iron Knossi, weil er es einfach nicht bewusst macht. Er ist einfach so ein lieber, herzensguter Mensch, aber einfach lustig. Für mich Henry Rohrig, ganz klar. Ganz klar Henry. Er ist genauso ein Kandidat. Ja. Ja, Lilly daneben gleich. Ich wollte fragen, ob ihr schon Lieblingsorte in Magdeburg gefunden habt. Lieblingsorte? Auf jeden Fall für mich, wenn mal Cheat Day ist, dann gibt es einmal Grillhaus 63. Finde ich super. Wirklich sehr, 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 sehr leckerer Döner, wenn man mal was Ungesundes isst. Ansonsten, was ich und meine Freundin halt sehr, sehr mögen, ist asiatisch essen zu gehen. Und in der Stadt Thai Sawadee, das ist so ein ganz kleines, sympathisches Lokal, was mega ist. Und den Rheinpark, da gehen wir, beziehungsweise, nicht Rheinpark, an der Elbe, der Stadtpark. So, den finden wir überragend, weil wir sehr gerne spazieren gehen. Kannst ja auch immer kurz noch einen Kaffee mitnehmen oder ein Eis. Das finde ich persönlich am entspanntesten und am schönsten. Für mich ist es das Café Thies. Das ist auch direkt am Domplatz. Da gibt es sehr leckeren Kaffee, sehr leckeren Kuchen. Und wenn man auch mal cheaten möchte, ein richtig leckeres Grilled Cheese Sandwich. Und ich gehe auch sehr gerne eben, also ich gehe gerne mal laufen. Das mache ich dann an der Elbe zu der alten Hubbrücke nach hinten. Dann laufe ich da eine kleine Runde in den Stadtpark. Und das ist so auch mit mein Lieblingsort. Svenja? Was ist... Alles gut, ganz ruhig. Was ist denn euer Lieblingsessen? Boah, schwierig. Ich bin persönlich ein Vielfraß, deswegen ist es schwierig, da sich ein Gericht rauszunehmen. Aber wenn ich es sagen würde, glaube ich, würde ich jetzt von Hotel Mama sprechen. Die macht immer... eine richtig schöne afrikanische traditionelle Spinatsoße mit Reis. Das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingsgericht, wenn ich das jetzt rauspicken würde. Bei mir ist es der Hackbraten von meiner Freundin mit richtig schönem Rotkraut dazu. Da sind noch Oliven und ein bisschen Speck und alles. Das ist so mein Lieblingsgericht. Ja, genau, gleich nehmen wir an. Was ist euer Lieblingstrinken? Lieblingstrinken? Paulaner Spezi. Bei mir tatsächlich einfach nur Naturtrübe Apfelsaft, gemischt mit Wasser. Das könnte ich wie Wasser trinken, also die ganze Zeit. Ja.
Wie viel Zeit haben Sie während der Saison für die Familie? Nochmal, ich habe die Frage... Wie viel Zeit haben Sie während der Saison für die Familie? Schöne Frage. Meine Freundin lebt ja bei mir oder mit mir. Dementsprechend bin ich ja eigentlich immer mit ihr. Das ist schon sehr gut. Aber für meine Familie, nämlich meine zwei kleinen Brüder, Mama und Papa, ist natürlich sehr schwierig. Gerade jetzt auch mit der Situation, die wir die ganze Zeit hatten oder haben noch mit Corona. Und 3-4 Stunden Fahrt, manchmal sogar 5 Stunden. Das ist nicht ganz einfach. Wenn es gut läuft, kommen sie immer zu den Heimspielen. Finden es Mama oder Papa, weil die Jungs spielen selber. Ansonsten würde ich sagen, mindestens einmal im Monat ist man unten bei denen. Ja, bei mir ist es genauso. Ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland. Das ist mit dem Auto, wenn du freie Bahn hast, 5,5 Stunden weg. Ansonsten musst du mit dem Zug fahren, da bist du mal 6-7 Stunden unterwegs. Also meine Eltern sehe ich nicht so häufig, aber meine Freundin, die wohnt bei mir. Die ist berufsbedingt einmal im Monat dann trotzdem in der Heimat für eine Woche. Aber wir sehen uns regelmäßig. Anton, ja. Ach so, dahinter, das habe ich nicht gesehen. Was ist es für ein Gefühl, wenn man den Platz vor den Fans betritt? Glaube ich, wie du es vorstellen kannst, ist es jedes Mal wieder aufs Neue, ist es Gänsehaut, also für mich zumindest. Ich muss immer, wenn ich dann auf den Platz gehe, erst recht, also beim Warmmachen ist es schon krass, aber wenn es dann wirklich losgeht und wir gerade einlaufen fürs Spiel, bin ich auch immer am Schmunzeln, weil es einfach mega ist. Hier die Unterstützung, die Fans, wie ihr immer dabei seid, wie ihr durchdreht, die Atmosphäre. So. Dafür lebt man das, dafür spielt man Fußball und ich finde es einfach nur mega. Jedes Mal wieder aufs Neue, daran gewöhne ich mich auch nicht. Also für mich sind auch die Momente, wenn man aus den Katakomben hier zum Stadion hochläuft, man sieht schon diese blau-weiße Menge vor sich und die stehen auf und klatschen und schreien, das ist, also gibt für mich komplett immer einen Gänsehautmoment. Und vor allem, wenn dann das Spiel losgeht und man die Glocken vom Dom hört und dann alle nochmal klatschen und die ganzen Trommeln und diese Lautstärke und die Emotionen, das ist so das, was einem richtig motiviert. Jetzt aber Anton. Wann klingelt ihr Wecker? Amara? Wann klingelt dein Wecker? Ist eine gute Frage, ne? Es kommt immer darauf an, wann wir Training haben. Haben wir, sagen wir mal, 10 Uhr Treff? Boah, bin ich schon so 8.30 Uhr um den Dreh wach. Auf jeden Fall 1,5 Stunden. Stunde zum Chillen, halbe Stunde für die Fahrt. Ja. Genau, also ich stelle mir auch 2 Stunden bevor Treffpunkt ist den Wecker, damit ich noch frühstücken kann, dass ich dann gestärkt ins Training gehen kann. Emma direkt daneben. Mit welchen 5 Charaktereigenschaften würden Sie persönlich die Mannschaft beschreiben? Bei der Mannschaft gibt es sehr, sehr viele, viele Sachen. Einmal würde ich auf jeden Fall sagen, verrückt. Gierig. Ja, absolute, also familiär. Sympathisch. Sehr sympathisch. Und willensstark, würde ich auch sagen. Willensstark, genau. Was haben wir? 4? Waren es 4? Oder haben wir 5? Ich war 5. Waren 5, glaube ich. Aber nimm ruhig noch was. Nee, alles gut. Post. Svenja, wolltest du noch was fragen? Ja, mach ruhig. Genau. Was esst ihr zum Frühstück? Oh, das ist auch unterschiedlich. Sehr gerne Sojajoghurt, weil das schmeckt mir persönlich besser als normaler Joghurt. Gibt es auch verschiedene Geschmäckern mit Haferflocken, Äpfel oder Erdbeeren dazu. Also ganz easy, ganz schnell zubereitet. Wie gesagt, ich bin faul. oder ein schönes Brötchen mit Ei dazu und dann noch schön belegt, ob mit Käse oder Avocado. Das ist so das, was ich sehr, sehr, sehr gerne frühstücke. Ich esse sehr gerne Haferporridge. Das habe ich aus England mitgenommen, weil ich da ja mal ein Jahr gespielt habe. Das habe ich vorher nicht gekannt. Und da schneide ich mir dann auch ein bisschen Äpfel rein oder Bananen, je nachdem. Und an einem freien Tag, falls wir mal nicht trainieren sollten, da esse ich auch gerne mal ein Nutella-Brötchen.
Jetzt ist nur die Frage, mit oder ohne Butter? Mit. Na klar, mit. Ganz klar. Das ist eine wichtige Frage, das stimmt. Ja, das stimmt. Also hier sind alle drei für mit Butter. Ja. Was habt ihr dafür eine Meinung? Nutella mit oder ohne Butter? Oh. Aber schmeckt besser. Stimmt, die Mischung macht's, ja. Aber interessant, ja. Oft ist es noch geteilt, aber wir sind hier einer Meinung, das ist sehr gut. Ja. Ja. Ja, Julie, bitte. Wie wichtig ist das Verhältnis zum Trainer? Ich finde es sehr wichtig. Ich denke, man kann ja auch immer nur für sich persönlich sprechen, weil jeder hat das, sieht das ja anders, handhabt das anders. Ich finde, es ist schon wichtig, ein gutes Verhältnis zu haben, dass man weiß, wo man, woran man miteinander ist und wie man zu kommunizieren hat. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man halt auch irgendwie gut miteinander arbeiten kann. Da kann ich nichts hinzufügen, das stimmt absolut, was Amara sagt. Also das Verhältnis zum Trainer sollte gut sein, damit du auch, sage ich mal, für dich selber nochmal mehr im Training und beim Spiel rausholst. Für den Trainer auch, für das Team. Ja, Benjamin? Werden vor dem Spiel Tipps abgegeben oder gibt es andere Rituale? In welcher Hinsicht Tipps? Was meinst du genau mit Tipps? Zum Spielstand. Untereinander? Nein. Also bei uns ist dieses so, wollen Gegner wegputzen, das ist das Wichtigste. So, wir wollen immer gewinnen und am Ende des Tages wollen wir auch das halt wirklich umsetzen, was der Trainer von uns möchte, was wir besprochen haben. Das ist eigentlich das, was wirklich dann nochmal besprochen wird. Man versucht sich gegenseitig zu helfen. Jeder redet nochmal mit dem anderen, um ihm vielleicht nochmal was mitzugeben, woran er vielleicht denken könnte, was vielleicht wichtig sein könnte. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, direkt davor, genau das Schild, kann ich nicht ganz genau sagen. Sagst du kurz, wie der heißt? Okay, dann der John, bitte. Gibt es einen bestimmten Trainingsablauf bei euch? Meinst du jetzt am Tag generell, also bei jedem Training, oder meinst du? Also wir trainieren schon mit einer gewissen Struktur. So die ersten 2 Wochentage wird immer am intensivsten trainiert. Werden auch die meisten Übungen gemacht, da geht man auch extrem schon viel darauf ein, was macht der Gegner, was wollen wir umsetzen. Und danach fährt man natürlich ein bisschen mehr runter und bereitet sich dann langsam und spannt auf das Wochenende vor. Ja. Ja. Sehr gut gemacht. Welche Sehenswürdigkeit gefällt Ihnen in Magdeburg am meisten? Also was ich persönlich bis jetzt am allerbesten fand, war die Lichterwelt im Winter. Ich glaube, fanden die bestimmt alle auch schön. Und konnte man viele gute Bilder machen. Mama war da, ihr hat das richtig gefallen. Weil ich habe sowas vorher auch noch nicht in der Größe gesehen. Ja, das würde ich erstmal jetzt sagen. Ansonsten bin ich ein bisschen schwerer zu beeindrucken, was das angeht. Also für mich ist es der Magdeburger Dom, allein von dem Gebäude her. Wenn du in dem Dom drin stehst mit diesen riesen Fenstern, den großen Kronleuchtern und diesen ganzen Figuren, was da für eine Arbeit geleistet wurde, das finde ich sehr beeindruckendes Gebäude. Ja, die Laura bitte. Wen würdet ihr nehmen, Messi oder Ronaldo? Das ist absolut eindeutig Lionel Messi. Kann ich nichts Falsches sagen. Ja, also man muss schon sagen, Messi ist Wahnsinn. Aber dieser Ronaldo, was der so für eine Mentalität hat und bestätigt. Der ist halt nicht so schlecht, ne? Ronaldo. Ja, der ist auch gut. Also sind beide unglaublich. Ja, beide. Das ist eine sehr schwere Frage. Ja, also jeder hat da wirklich seine eigene Präferenz, aber ich persönlich liebe Lionel Messi. So, das ist. Ja. Da müssen wir jetzt natürlich euch fragen, wen findet ihr denn besser? Also wie immer geteilte Meinung, ja. Ne? Also auch da ist ganz klar, dass wir uns total einig uneinig sind. Sehr schön, ja. Lilly, ja. Bitte. Habt ihr eine Lieblingsautomarke? Boah. Also ich habe eine Lieblingsautomarke, aber die würde ich persönlich nie fahren. Tatsächlich nicht, also würde ich mich einfach nicht trauen. Ich weiß nicht, ob ich generell so diese Luxusmarken, so ein Lamborghini, so ein Sportwagen, so der Urus,
Das ist so ein SUV, also so ein bisschen breiterer, den finde ich super. Also generell die Autos von der Marke finde ich super schön, aber ich könnte mich persönlich nie in so einen reinsetzen, deswegen so ein kleiner Golf, VW, das reicht. Für mich ist es Mercedes. Also die Bauweise, wie sie die Autos bauen, von den normalen Autos bis zu den sportlichen, gefällt mir absolut. Ja, gehen wir gleich weiter, genau. Ein. Amara, warum ist dein linkes Hosenbein immer hochgezogen? Eigentlich mache ich es immer bei beiden. Also erstmal krass, dass es dir aufgefallen ist. Ich weiß, das ist so eine Kopfsache. Wir haben immer unten drunter so eine Radlerhose, kennt ihr bestimmt, eine kurze Radlerhose. Und mich irritiert das halt manchmal, weil ich habe jetzt nicht die breitesten Oberschenkel, sondern bin eher ein bisschen schmaler. Und dann wedelt da auch die Hose da immer draußen rum, also die normale Trikothose. Und das mag ich nicht, deswegen klemme ich die immer unter die Radlerhose hoch, damit das alles so kompakt ist. Fühle ich mich auch irgendwie besser und schneller. Und deswegen mache ich es einfach. Das hat eigentlich keinen besonderen Grund und ist einfach nur eine Kopfsache. So, wir würden noch eine Runde machen, dann haben wir den offiziellen Teil erstmal geschafft und würden dann aber im Anschluss ganz gerne natürlich das noch machen, dass Amara und Kai dann auch noch euch zum einen gerne Autogramme schreiben und dass wir dann auch nochmal ins Stadion gehen und ihr da ganz, ganz im lockeren Rahmen dann nochmal ein paar Fragen stellen können, wenn das für euch in Ordnung ist. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitgebracht habt, machen wir noch eine Runde nochmal. Jeder, wenn er mag, noch eine Frage. Wir könnten von der letzten Reihe nach vorne gehen, weil wir vorne gerade angefangen haben. Gibst das Mikro kurz nach hinten nochmal durch, dass ihr, wenn ihr mögt, alle einfach nochmal eine Frage stellt und dann danach gehen wir dann gerne raus. Gibt es Momente, wo man von Fans nicht angesprochen werden möchte? Das ist eine gute Frage. Ich würde persönlich sagen, wenn du natürlich mal ein Spiel verloren hast, so ein Kackspiel hattest mit dem Team, und du wirst dann halt irgendwie schon negativ angepöbelt oder negativ angesprochen mit komischen Sprüchen, ist natürlich jetzt nicht angenehm. Oder ich bin persönlich auch jemand, ich bin dann immer so emotional, weil ich glaube, Kai ist dann nicht anders, wir hassen es zu verlieren. Aber ansonsten kann man uns jederzeit ansprechen. So. Das ist das Allermindeste. Wir können uns glücklich schätzen, dass ihr uns unterstützt, ihr unsere Fans seid. Aber sonst nein, kann uns immer ansprechen. Genau, das bringt auch so diese Professionalität mit sich. Also klar, wenn jetzt mal ein Spiel nicht gut gelaufen ist und man ist nicht so gut gelaunt und jetzt zum Beispiel werden von euch angesprochen draußen und ihr wollt dann noch Bilder und Autogramme und alles, dann machen wir das ja auch. Also da geht mir ehrlich gesagt dann wieder das Herz auf, ne? Weil das baut ja einen eher wieder auf, weil ja trotzdem an einem glaubt und ist dann schon eher positiv dann wieder aufbauend. Hattet ihr früher ein Idol, wo ihr noch klein wart? Ja, damals war es immer, also einfach, ich habe erstmal Messi einfach nur sehr, sehr gemocht, aber für mein eigener Spielertyp war es Andres Iniesta. Den habe ich wirklich mega gefunden, also bis jetzt heute noch. Und wer jetzt noch an mir, oder wen ich sehr, sehr mag, ist N'Golo Kanté. Bei mir war es Del Piero, Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic. Ja, alles Macher. Das ist Maschine. Ne? Ja, Mann. Wie verarbeiten Sie Niederlagen? Ich denke, erstmal muss man generell wissen, Niederlagen gehören immer dazu. So hart es auch ist, sie hinzunehmen, ich bin ein schlechter Verlierer. Also zumindest in mir drinne, fluche ich immer alles kaputt, aber das gehört einfach komplett dazu und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man halt gerade auch euch Fans hat, dass man die Familie zu Hause hat, zum Beispiel meine Freundin, die immer da ist, Papa redet dann mit mir, telefoniert, Mama und man spricht dann darüber und dann kommt man auch relativ schnell wieder auf neue Gedanken und hier wird es uns auch wirklich relativ einfach gemacht, auch hier im Team gibt es nie irgendwie sowas, dass man Schwierigkeiten hätte, mit einer Niederlage umzugehen. Also ich bin meistens dann zu Hause, mir geht es dann nicht so gut, aber eben die Freundin oder auch Mannschaftskollegen, man unternimmt dann am Abend vielleicht dann noch was, sitzt ein bisschen zusammen, dass man den Kopf frei bekommt und aber
Tag später ist es dann eigentlich schon wieder vergessen. Es wurde ja vorhin erwähnt, dass auf dem Weg zum Stadion Musik im Auto gehört wird. Und ich wollte fragen, welche Musikrichtung und welcher Künstler am meisten? Boah, das ist eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Also bei dir Hip-Hop. Ja, Hip-Hop ist natürlich, also Hip-Hop, Afro, generell Black-Music, wozu man richtig gut tanzen kann. Das ist absolut meine Musik. Mein Lieblingskünstler. Ich weiß nicht, ob euch Pop Smoke irgendwas sagt. Also mag ich sehr. Luciano hier in Deutschland ist mein absoluter Favorite. Weiß nicht auch, ob euch was sagt. Und jetzt was ein bisschen andere Richtung ist, Ed Sheeran finde ich auch gut. So, ja. Bei mir läuft es querbeet durch, also von Hip-Hop zu deutscher Musik zu Oldies, also Rock, ich höre alles. Ich bin da ja, nicht wählerisch, sagen wir es mal so. Ruhig an Svenja direkt weitergeben, wenn sie noch eine Frage hat oder sonst in die Reihe. Genau, die Fragen kannst du sonst gerne danach noch weiterstellen, wenn du magst. Was haltet ihr von Computerspielen? Meinst du auch damit so Playstation und so? Ja, ne? Ja. Also ich mag es zu zocken. Ich muss sagen, früher war es extremer oder war es so normal, dass jeder immer gezockt hat. Ich bin mittlerweile ein bisschen weiter raus. Das Einzige, was ich zocke, ist Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch kennt. Aber FIFA bin ich raus. Das macht nur Aggression. Und ja, ansonsten spiele ich halt sehr gerne, wenn Freunde da sind, aber sonst alleine zu Hause eigentlich wirklich eher weniger. Also ich bin voll in dem Geschehen drin. Ich spiele fast täglich PS4, sogar mit ein paar aus der Mannschaft. Jetzt auch kein FIFA, weil da sind schon ein paar Controller kaputt gegangen. aber wir haben da ein anderes Spiel, was wir jeden Abend spielen. Jetzt haben wir auch seit neuestem haben wir mal überlegt, komm, schmeiß mir hin und wieder mal einen Stream an bei Twitch, falls ihr, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, cool. Ja, das machen wir just for fun, einfach nur damit man sich eben auch am Abend ein bisschen ablenken kann. Wie haltet ihr euch immer fit? Viel laufen. Ja, laufen. Laufen, laufen, trainieren. Vorbereitung. Ja, es ist schon sehr, also natürlich jetzt ist es natürlich sehr einfach, da wir immer zum Training kommen und immer trainieren, immer gemeinsam trainieren. Wenn wir aber dann zum Beispiel Sommerpause oder Winterpause haben, da kriegen wir Pläne mit einmal von unserem Fitnesscoach hier Lars und natürlich auch machen viele auch was Eigenes mit eigenen Trainern für bestimmte Bereiche. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Wir müssen dann auch ein bisschen professionell sein. Ja, genau. Also das ist jedem auch irgendwo ein bisschen selber überlassen. Hauptsache, man arbeitet auch an seinen Defiziten. Ne? Und nach der in der Vorbereitung denkt man sich jedes Mal so, boah, ich kann nicht mehr. Aber es geht dann trotzdem nochmal weiter und danach bist du dann auch echt fit. Und das musst du natürlich dann auch durch die gescheite Trainingssteuerung im Jahr auch beibehalten. Oder teilweise noch verbessern. Ja, Sarah? Welchen Pokal würden Sie gerne mal gewinnen? Boah, ich glaube, alles, was man gewinnen kann, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich glaube, das Allergrößte, was es so gibt, ist Weltmeisterschaft für sein Land, da was zu gewinnen. Ich glaube, krasser geht es gar nicht. Und natürlich auch Champions League wäre natürlich auch mega. Weil man als kleines Kind immer schon davon träumt. Man sieht immer die Pokale, man hört immer die Champions League-Hymne. So, das kennt man alles. Das ist in einem eingebrannt wie nichts anderes. Aber ja, mal schauen, was das Leben noch alles so bringt. Bei mir ist es auch die Weltmeisterschaft. Also wenn man die gewonnen hat, dann... Das hat man ja bei Deutschland gesehen, als sie Weltmeister geworden sind. Da habe ich sogar geweint vor dem Fernseher. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die Jungs sich da auf dem Platz gefühlt haben. Ja. Was hattet ihr für Kindheitsträume? Fußballprofi werden. Fußballprofi werden. Wie ist es, wenn man nach dem Spiel Plakate sieht, wo draufsteht, kriege ich bitte dein Trikot? Also das Gefühl. Boah, das ist eine gute Frage. Das Gefühl ist eigentlich
mega. So, da war es halt einfach, da hat sich jemand hingesetzt, sich wirklich die Mühe gemacht, da was Schönes draufzuschreiben, das schön zu verzieren, weil die Person unbedingt von dir ein Trikot möchte. Das ist mega. Also da kann man eigentlich nichts negativ zu sagen, glaube ich. Nee. Nur eben, was ein bisschen ärgerlich ist, dass man dann ein Kontingent hat an Trikots, ja. Weil das ist dann so das Herzzerreißende. Wir würden euch gerne alle Trikots hinschmeißen. Ja. Aber bei uns ist klar eine klare Ansage, dass wir an manchen Tagen oder jetzt so zum Ende hin der Saison die Trikots einfach nicht abgeben dürfen. Ja. Es ist dann manchmal herzzerreißend, ja. Wie dürfen die Fans euch nennen und wie nennt ihr euch in der Kabine? Ganz normal kann mich eigentlich, ich mag es generell mehr, wenn die Menschen mich duzen, weil sonst fühle ich mich immer schon zu alt. Und ich finde es auch einfach, dann ist direkt so eine lockere Basis dazwischen. Ich finde, wenn solange der Umgang auch respektvoll ist, passt das da wirklich. Da braucht man dann kein unbedingt eine Sie. Und ansonsten in der Mannschaft, mich nennen die Jungs Amara, Schokobon, also alles Mögliche. Da gibt es viele, viele Begriffe, aber das sind so die am meisten genutzt werden. Ich bin der Panzer. Ja. Also in der Kabine, in den Rängen, überall sagen sie Panzer. Ist ein Spieler traurig, wenn er ausgewechselt wird? Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich denke, es kommt immer darauf an, was für eine Situation es ist. Man kann natürlich nie für jemanden jetzt allgemein reden oder generell allgemein reden. Aber ich würde sagen, so wenn man natürlich gerne mehr gemacht hätte auf dem Platz oder vielleicht nicht zufrieden war mit seinem eigenen Spiel, kann man natürlich auch unglücklich sein. Aber am Ende des Tages geht es ja immer darum, was ist das Beste fürs Team? Was entscheidet der Trainer und da steht jeder Einzelne bei uns dahinter und ich glaube, das ist unterm Strich das Allerwichtigste. Kann ich nichts hinzufügen, das stimmt. Also kann nur sein, du hast schon in der ersten Halbzeit 3 Tore geschossen und wirst dann ausgewechselt. Ja. Gehst du halt raus, ne? Aber klar, wir haben mal gesagt, wenn man mal nicht zufrieden ist mit seiner Leistung und wird dann ausgewechselt, dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht nicht so gut drauf ist. Alles klar, dann haben wir die Runde dann soweit dann erstmal, den offiziellen Teil, den wir dann auch beenden. Erstmal vielen Dank natürlich an unsere beiden Spieler. Vielen, vielen Dank an eure Fragen und das Schlusswort übergebe ich dann auch nochmal Amara und Kai, bevor wir dann eben, wie gesagt, nochmal rausgehen ins Stadion gucken und gerne noch ein paar Autogramme dann natürlich euch schreiben. Also von meiner Seite erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Dass ihr die Fragen stellt. Ich fand, da waren sehr, sehr coole Fragen mit dabei. Ihr könnt auch gerne mehr fragen, sollte sowas nochmal sein. Fragt ruhig raus, traut euch, habt keine Angst. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen und euch die Fragen beantworten zu dürfen. Und dann unterschreiben wir gleich ein paar Sachen und könnt ihr gerne noch ein paar Sachen fragen. Genau, und von meinerseits auch vielen Dank. Ich finde das Format hier echt interessant und cool auch. Das ist mal was Neues. Und ja. Kann man vielleicht nochmal machen, ne? Wie Amar schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, raus damit, nicht nervös sein, wir sind auch nur Menschen. Traut euch zu fragen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass es euch natürlich auch gefallen hat. Ciao, ciao. Bis gleich.